Um zum Handelfenster zu gehen, aktivieren wir die Taste Trading im Fenstertitel. Wählen wir dann das Konto und das Instrument aus und klicken wir Apply. Im rechten Teil des Fensters befindet sich das Trading Panel. Um zu handeln, benutzt man die Tasten Buy Market und Sell Market. Um Stop Limit Orders einzustellen, werden die Tasten Auto Buy und Auto Sell benutzt. Aktivieren wir zum Beispiel Auto Buy. Klicken wir auf die Preisskala. Mit dem zweiten Klick bestätigen wir den Versand des Orders. Wenn Buy Order niedriger als Marktpreis ist, stellen wir dann Buy Limit ein. Und wenn Buy Order höher als Marktpreis ist, stellen wir Buy Stop ein. Dasselbe gilt für Sell Orders. Aktivieren wir die Taste Auto Sell. Wenn Sell Order höher als Marktpreis ist, stellen wir Sell Limit ein. Wenn es niedriger als Marktpreis ist, stellen wir dann Sell Stop ein. Um ein Order zu verschieben, klicken wir auf das Order, setzen wir den Mauszeiger auf den neuen Preis und bestätigen wir die Veränderungen. Um das Order zu stornieren, klicken wir mit der rechten Maustaste auf das Order und bestätigen wir die Stornierung des Orders. Ein Order kann man auch im Panel Working Orders stornieren. Klicken wir auf das Order und bestätigen wir die Stornierung. Die Bestätigung der Stornierung und des Versandes des Orders kann man im Menü Setup ausschalten. Trading Settings, Bestätigung des Versandes, der Stornierung und der Bewegung des Orders. Wenn wir mit der rechten Maustaste auf den Chart klicken, können wir für das beste Bid kaufen oder für das beste Ask verkaufen. Trade Out, das ist Schließung aller Positionen und Stornierung aller Orders auf diesem Konto und Instrument. Cancel All storniert alle Orders auf dem ausgewählten Konto und Instrument. Trade Out schließt alle aufgemachten Positionen und storniert alle Orders auf dem ausgewählten Konto und Instrument. Und Trade Out All storniert alle Orders und schließt alle aufgemachten Positionen auf dem ausgewählten Konto und auf allen Instrumenten. Man kann auch mit Kursbefehlen handeln. Setup, Settings, Hotkey. Hier kann man eigene Kursbefehle einstellen. Mehr Informationen über andere Funktionen des Handelfensters gibt es in anderem Video zu diesem Modul. Der Link ist in der Beschreibung unter dem Video zu finden.